Mein Name ist Rainer Hofellner. Ich bestreite seit nahezu 30 Jahren Ausstellungen. Ich war sehr viel bundesweit allein unterwegs, bekam im Jahr 2000 einen Eintrag in die Enzyklopädie des Multimedia Brockhaus-Ausgabe. Und ich hatte aber irgendwann so ein, ja, es ging eigentlich nicht mehr wirklich weiter. Also bundesweit war ich wirklich überall unterwegs. Und dann kam Paschmin auf mich zu. Und durch die Paschmin Art Gallery bekam ich dann Möglichkeiten, international auszustellen, was für mich vom Standing nach außen hin eine super Geschichte war. Habe dann Hanuri kennengelernt und Hanuri hat mich eigentlich vom Stand weg sofort mitgenommen nach Palm Beach, was eigentlich als Künstler eine total tolle Erfahrung ist, wenn man einfach mal wirklich über den Teich kommt. Das hatte zur Folge, dass ich gesehen wurde und habe dann eine Ausstellung in China gehabt, in Peking, im Wokha Museum. Also eine museale Ausstellung, was eigentlich Wahnsinn für einen Künstler ist. Dauert normal auch länger, aber Hanuri hat es echt irgendwie hinbekommen, es war echt der Knaller. Und dann hatte ich noch eine Ausstellung in Miami, was auch sehr gut war, weil durch internationale Ausstellungen bekommt man als Künstler ein völlig anderes Standing. Man wird anders wahrgenommen, man bekommt eine neue Zielgruppe, man erzielt andere Preise, man bekommt eine andere Presse, sage ich mal. Also für mich war es durchweg positiv. Und momentan sind wir so Blick in die Zukunft, haben jetzt eine Einladung für 2020 in das Margrotko-Museum nach Lettland, was ich auch eine extrem spannende Geschichte finde. Also ich kann es nur empfehlen, diese Zusammenarbeit mit Paschmin Art. Der Nebeneffekt neben den Ausstellungen oder musealen Ausstellungen, die war wirklich akademisch begleitet werden, sind dann quasi diese Ausstellungsbücher und die haben mich auch wirklich vorangetrieben, weil durch diese Kataloge konnte ich mich für Auktionshäuser bewerben, was dann auch funktioniert hat. Und das ist dann wirklich eine außergewöhnliche Geschichte. Und da wird man halt auch wirklich sehr gut von Frau Haas und der Hanuri dann beraten. Und also wirklich, das war top.